cool. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Vor 7 Uhr, 9 Uhr und dann. Krass! Ja. Das ist ja perfekt cool. Für mich, ne? Ich bin nämlich wie eine Omi. Für mich bräuchte man einen Trinkprotokoll, dass es alles so gibt, ne? Ich glaube, Timo hat wirklich alles, oder? Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es für euch ein Temu-Haul. Jawohl. Ich habe mal wieder zugeschlagen und einiges gekauft. Allerdings haben die Kinder eingekauft. Dann haben wir von Temu noch ein paar Sachen dazu geschickt bekommen zum Testen. Und ich habe noch ein paar interessante Sachen bestellt. Habe ich mir auch schon angeguckt, ich bin mega begeistert. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ihr kennt es ja bereits, alle Links verlinke ich euch in die Infobox, falls ihr irgendwas nachkaufen wollt. Dann gibt es für euch einen Rabattcode, wie immer. Ihr könnt bei Temu richtig günstig einkaufen. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich bin gerade überlegen, womit fangen wir an? Vielleicht mit den Kindersachen? Ja, vielleicht rufe ich auch die Kinder. Carlitos, kannst du die Kinder schicken? Mur, kannst du die Kinder mal schicken? Die Kinder haben sich Hausschuhe ausgesucht. Können die Kinder kommen? Und zwar einmal, Jano hat sich Haie ausgesucht. Sehen so aus. Ich finde die ja richtig cool, oder? Die sind richtig toll. Haben eine dicke Sohle. Riechen neutral. Ja, ich würde neutral behaupten. Genau, Jano steht schon hier. Du darfst die mal anziehen, Jano. Welche Größe haben wir da bestellt, Jano? Ich weiß gar nicht mehr. Mama! Ich weiß es nicht. Ich würde behaupten, die 30. Hier, Schatz. Und die Melina hat sich auch welche ausgesucht. Und die haben sich noch ein paar Teile mehr ausgesucht. Die zeigen wir euch natürlich auch. Ne? Melina hat sich die hier ausgesucht. Schau mal, die sind richtig süß. Süß, oder? Allerdings musst du das hier schneiden, Melina. Vielleicht kann der Papa das machen, oder ich versuche mal. Moment. Oh, geschafft. Gibst du das die Luis, Melina? So, dann darf ich die auch mal anprobieren, Melina. Ach, Luisa. Dann guck ich mal, hier waren ja noch mehr Sachen von euch. Ich zeig einmal die Kamera drauf, sieht richtig klasse aus. Schaut mal, wie süß ihr zwei. Bei Melina ist das, glaube ich, die 27. Ein bisschen zu groß, ne? Aber, ja, aber ich finde das trotzdem gut. Was ich gut finde, ist hier diese vordere hohe Sohle, sagt man das so? Jano, die dass ist so der Fuß, die Zehen hier nicht raus können. Und bei Jano sieht er richtig witzig aus. Der hat meinen Fuß klasse gefressen. Mhm. Richtig cool. Und mein Fuß ist da drin. Und, gefällt es euch? Mein Fuß will raus, mein Fuß will raus. Gefällt es euch denn? Ja. Sehr gut. Prima. Dann machen wir mal weiter. Kinder sind zufrieden. Dann haben die Kinder sich noch hier sowas ausgesucht. Und zwar, das ist zum Duschen oder Baden, also fürs Haare waschen. Melina hat da ganz viele Schwierigkeiten und die Luisa auch. Und zwar, wenn das Wasser vors Gesicht, vor die Augen laufen, das mögen die überhaupt nicht. Und das, jetzt muss ich überlegen, wie das nochmal war. Ich glaube, also die Haare machst du nach oben. Ich zeige es jetzt einfach nur so. Die Dinger kommen so an den Ohren. Das ist natürlich jetzt ein bisschen klein für mich. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Die hier werden hier unten hinten. Mein Akku war aus, leer gegangen. So, ist jetzt ready. Also waren hier stehen geblieben. Genau, also eigentlich ganz easy. Die Dinger so an den Ohren. Das wird unten hinten zugemacht. Und dann wird das hier so dran geschoben. Die Haare sind natürlich oben drauf. Man wäscht und das Wasser fließt dann hier so seitlich runter. Das möchte ich heute auf jeden Fall mal testen heute Abend. Vielleicht bei der Melina oder Luisa, weiß nicht. Vielleicht bei beiden. Mal gucken, wer heute von den beiden mal duschen oder baden möchte. Deswegen habe ich auch zwei gekauft, ne? Weil oft wollen sie auch zusammen und das finde ich auch total süß und dann kann jeder, also können beide
gleichzeitig so ein Ding haben, ja? Und was soll ich denn gesagt haben? Ach so, falls die Luisa nämlich sagt, nee, ich will das nicht, ich kenne das nicht, ne, will ich nicht, kenne ich nicht, mag ich nicht. Aber wenn die Luisa das, Melina das macht, dann lässt sie es vielleicht tun. Deswegen auch beide gleichzeitig. Die sind mega günstig, ich glaube um die 2 Euro. Dann für die Luisa ein Regenschirm, das hat die sich ausgesucht. Zeige ich euch mal, ganz cool. Mir war nur wichtig, dass sie einen durchsichtigen nimmt, weil sie hat keinen Regenschirm, aber sie nimmt immer das von der Melina und das hält sie oft so. Ne? Sie weiß auch nicht, dass sie das so machen muss oder eben so. Sie macht immer so und so sieht sie ja nicht, was vor sich passiert. Ne? Vor ihr passiert so. Und ich habe auch einen durchsichtigen, beziehungsweise... Ja doch, ich habe einen durchsichtigen, der ist nicht komplett durchsichtig, der hat hier so ein Fenster und dann halte ich oft halt auch so, ne, wenn es ganz doll regnet. Und deswegen fand ich ihn auch interessant für die Lu. Also er ist durchsichtig, so ein bisschen lila, wenn er zu ist, sieht man das Lila dann richtig, ne. Genau, hat sich übelst gefreut, wirklich. Ich habe euch den schon auf Instagram gezeigt, am ersten Tag, als es ankam. Und die war so happy, die ist da erstmal mit durch das Haus gelaufen, weil die so sich über den Regenschirm gefreut hat, tatsächlich. So, nehmen wir mal dahin. Dann machen wir weiter. Für die Kinder. Für die Kinder, genau, für den Gianno. Das hier, was das ist, das sind so... oh, der hat ja schon was gefallen. Genau, das wollte ich euch gezeigt haben. Hier ist ein Buchlein dabei, Anleitung und hier sind ganz viele quadratische Blätter. Und dann kannst du damit zum Beispiel hier sowas machen. Das ist ein Eis, hat er zusammengefaltet, wurde dann vorgegeben im Buch und das hat er dann gemacht. Und das, was ist das? Ein Boot, würde ich sagen. Kann das sein? Ich weiß nicht, muss man das erstmal aufmachen? So vielleicht. Müsste ich genauer gucken. Auf jeden Fall sind hier verschiedene. Hier steht dann auch welche Seite. Ne, zum Beispiel grün. Und dann steht da zum Beispiel auf Englisch Frosch drauf. Auf der anderen Seite sind dann solche Augen. Total interessant. Dachte ich jetzt eigentlich an eine Wassermelone. Aber nein, hier steht auf Englisch Erdbeere. Sowas zum Beispiel, ne? Hier sind ganz viele. Ich weiß nicht, wie viele, aber wirklich viele. Und wie gesagt, dann hast du halt dieses Buchlein und dann stehen da die Anleitungen. Und der Gianno, der liebt sowas, ne? Total. Hier ist ein Fisch, hier ist ein Hemd, ne? Zum Beispiel. Genau. Der hat vorhin schon gefragt, wann darf ich denn noch eins machen? Mama hat es euch schon im Video gezeigt. Nein, mache ich aber heute, denn die Sachen haben wir schon ein bisschen länger da. Genau, das. Und Melina hat sich noch was ausgesucht, und zwar so eine kleine Tasche. So eine Art, ja, Portemonnaie. Einhorn, wisst ihr ja, Melina ist total verrückt nach Einhörner. So, nee, sie wollte ihre Armketten hier reinmachen. Ich glaube, das hatte sie gesagt, ne? Nimmt man raus und... Dann sieht das innen so aus. Nur ein bisschen was Platz ist da. Genau. Und Melina da ihre Armketten. Oder auch so Haarspangen. Finde ich auch ganz toll. Ja, kann sie ja alles Mögliche reinmachen, was ihr so gefällt. Da gab es auch verschiedene andere Motive. Mega günstig. Ich glaube, 1 Euro irgendwas. Also fand ich jetzt mega günstig. So, womit machen wir weiter? Wir haben richtig interessante Sachen dabei. Und am Ende zeige ich euch die Sachen, die Temu uns noch dazu geschickt hat. Also Geschenk, einfach zum Testen. Finde ich richtig cool. Wir machen weiter mit Häkelsachen. Hier haben wir einen kleinen Dino. Genau dazu hatte ich euch ein Video auf meinem Häkelkanal gedreht. Also auch ein Haul. Gehäkelt habe ich den noch nicht. Moment, da ist er nicht drauf. Will ich hier kurz... Ja, so ein kleiner Dino. Ich finde den richtig süß. Ich freue mich schon, den zu häkeln. Und vielleicht zeige ich euch den auch, die Anleitung, je nachdem, ob es denn erwünscht wird. Und das fand ich schon im Video so cool, als ich den Haul gedreht habe. Schaut mal, das hier, das ist Füllmaterial. Das ist so krass gepresst. Ich glaube, wenn ich den aufmache, dann habe ich plötzlich eine Handvoll in der Hand. Also ich glaube, da werde ich ein bisschen überrascht sein. Ja, also einmal ein Dino.
Dann einmal ein, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube ein Froschmädchen. Kann das sein? Ja. So, so sah es aus, genau. Guck mal. Irgendwie süß. Genau. Wenn ihr ein Unboxing dazu sehen wollt, dann geht ihr am besten jetzt auf Mary Crochet. Da findet ihr dann ja, die Unboxing zu den ganzen Sachen, was hier alles dabei ist. Hier ist nämlich alles dabei, was du brauchst. Wollnähnadel, Häkennadel, alles an Material, was du tatsächlich dafür brauchst. Und dann, oh mein Gott, da habe ich mich so sehr drauf gefreut. Eine Zuschauerin hat mir das empfohlen. Nee, nicht empfohlen. Ja, sie hat gesagt, sie hat es bei Temu gekauft. Und ich habe dann darauf geantwortet, cool, das brauche ich auch. Und zwar ist es eine Holzschale. Ich habe mir schon angeguckt und die ist mega hübsch. Wirklich mega hübsch. Da haben sie mehrere da. Ich habe somit die günstigere eingekauft. Unter 10 Euro finde ich mega günstig. Und die ist wirklich gut verarbeitet. Das Ganze schaut so aus. Schaut mal, wie hübsch. Die ist so hübsch. Riecht gut. Also, die Wolle kommt dann hier so rein. Das fädelt man hier so entlang. Und dann läuft es hier raus, hinaus. Und wenn du zum Beispiel mehreren gleichzeitig häkelst, dann kannst du die auch hier reinlegen und hier rausziehen und hier. Und dann ist das alles immer so schön hier drinnen und ist nicht irgendwo. Ich zum Beispiel, wenn ich oft am Tisch sitze, dann lege ich die Sachen über auf den Tisch. Und wenn ich häkel, passiert das schon mal, dass eine Wolle auf den Boden fällt. Das ist nur so plupp. Und hier passiert es natürlich nicht, weil hier bleibt es da, wo es bleiben soll. Ne? Und ich freue mich so sehr. Das ist einfach mega hübsch. Und wie gesagt, das ist so schön bearbeitet. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und auch die Größe finde ich perfekt. Wirklich richtig gut. Genau. Eine Sache noch für die Häkelsachen, die ich mir bestellt habe. Und zwar sind das Steckaugen. Größe 6 mm bis 12 mm. Ne? So schauen diese aus. Das sind die kleineren, das sind die größeren, das sind die Steckdinger. Die kommen halt hinten dran, ne? Um das Ganze eben zu befestigen. Genau. Finde ich mal ganz wichtig. Vor allem dann, wenn diese kleine gehäkelten Sachen oder auch große gehäkelte Sachen für Kinder sind, ne, damit die Kinder damit spielen können, dann empfehle ich das schon, genau. Hatte eine Zeit, wo ich die nicht hatte, dann habe ich die halt mit Heißkleber befestigt, ist aber halt nichts für Kinder, ne. Richtig cool, mega günstig, haben sie auch in verschiedenen Größen, verschiedenen Farben, kann ich euch empfehlen, denn ich habe schon mit denen gearbeitet, hatte mal so eine Box bestellt und da waren diese nämlich auch mit dabei, genau. Wir machen weiter. Muss ich überlegen, womit? Mit Klamotten? Ich glaube, ja. Ach, hier ist noch was. Muss ich euch auch noch zeigen. Das gab es noch geschenkt. Eine ganze Tüte gab es geschenkt. Das ist krass. Vielleicht... Ach, hier habe ich noch ein Teil. Das werde ich aber nicht jetzt testen. Mache ich gerne mit euch. Entweder in einem anderen YouTube-Video oder aber auch auf Instagram. So schaut das Ganze aus. Es ist ein Radiergummi. Ich packe den gleich aus. Und wie man hier sieht, kann man das für die Sachen anwenden. Und noch vieles mehr. Zum Beispiel auch für Wasserhahn im Badezimmer. Damit sollst du den ganzen Kalk abbekommen. Und ich bin gespannt. Ich packe einmal aus. Er ist orange. Recht schwer. Also er riecht, aber ich würde sagen, tatsächlich wie ein richtiger Radiergummi. So ein normaler Radiergummi hier vom Schulmäppchen. Ja, so schaut er aus. Er sieht aus wie ein Radiergummi, lässt sich auch verbiegen wie ein Radiergummi. Ich bin echt gespannt. Wirklich, ich bin gespannt, ob es was bringt. Und das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Dann, ups, das ist schon mal gefallen. Dann machen wir doch mit Kleidung weiter. Viele habe ich jetzt nicht eingekauft. Soll ich davon auch was anziehen? Ein Teil, oder? Ein Teil können wir doch gerne anziehen. Wir haben hier einmal, also sind alle Zweiteiler, ne? Kennt ihr ja, Mary liebt Zweiteiler. Einmal
das Oberteil, also es ist jetzt ein Pyjama, beziehungsweise kann man auch als Hauseinzug anziehen bei wärmere Tage. Und das ist die kurze Hose. Ne? Finde ich süß. Muss immer dran riechen. Die Verarbeitung, also es riecht neutral. Verarbeitung ist ganz gut. Ja. Finde ich sehr gut gemacht tatsächlich. Der Aufdruck. Auch ganz gut, weil das ist auf dem Stoff. Also ist nichts, was aufgeklebt ist. Ne? Das finde ich gut. Versteht ihr, was ich meine? Finde ich richtig gut. Dann noch ein Zweiteiler. Und zwar Barbie. Einmal in schwarz. Mit Barbie drauf. Schaut dann so aus. Geht bis ein bisschen länger wie die Hüfte. Hätte ich mir tatsächlich ein bisschen noch länger gewünscht. Also dass es so bis Mitte Po geht. Ja, würde mir sehr gut gefallen. Und die kurze Hose. Da steht auch Barbie drauf. Sieht so aus. Ja. Hm, gefällt mir. Und das hier, darauf habe ich mich am meisten gefreut. Und den möchte ich auch unbedingt anziehen. Oh, der ist mega weich. Den ziehe ich für euch jetzt an, okay? Also einmal ein Top. So. Wahrscheinlich bauchfrei. Ach, das war eine schöne Farbe. Das ist so ein Pink, würde ich gar nicht sagen. Sieht aus wie Pink, aber eher so ein Violett. Ja, so ein bisschen Violett, oder? So. Ja, bei mir wird es wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, ne? Da habe ich oft das Problem, dass man nur über die Brust und dann mehr Stoff ist nicht da. Aber ich probiere es gerne mal aus. Und die kurze Hose schaut so aus. Ja, ich ziehe es jetzt aber an für euch. Mädels, ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Es ist ein mega schönes, weiches Stoff. Also wirklich ganz, ganz weich. Ja, ist wieder schmutzig, ne? Also habe ich heute Morgen noch sauber gemacht. Mit dem Gedanke, ich drehe nachher ein Timo-Haul. Und das Oberteil sieht so aus. Also auch hier ist nicht so kurz, ist gut. Ist richtig gut, das gefällt mir. Das werde ich jetzt auch behalten, weil ich finde das wirklich sehr schön. Die anderen zwei Teile nicht, die werde ich weitergeben. Aber hier den Zweiteiler mag ich sehr, wirklich sehr. Ich habe jetzt auch kein BH oder so und finde, dass das richtig gut aussieht. Ja, Haare wie immer schön in der Kleidung gesteckt. Meine Haare, die sind so krass gewachsen. Das ist der Wahnsinn, Mädels, wirklich der Wahnsinn. Da muss ich mal die Haarspitzen wieder schneiden. Ja, das finde ich schön, das behalte ich. Wir machen weiter mit einem Hemd. Dieser ist aber zum Verschenken und ist für einen Junge. Schaut so aus. Ich finde den richtig süß. Ich habe nämlich schon reingeguckt und den gab es in zwei Farben. Ich finde den richtig, richtig toll. Genau, ich habe jetzt Größe 1 bis 2 Jahre angegeben. Also ich glaube, das war jetzt das Kleinste. Ich muss sagen, ist perfekt, wird passen. Richtig toll, ich bin schockverliebt. Wir machen jetzt mit Sachen weiter, die ich von Timo bekommen habe, die sie mir ausgesucht haben. Und jetzt bin ich gespannt, was das Ganze ist. Der Carlos ist mit den Kindern. Eigentlich wollte er gerne mit dabei sein, aber... Oder ich frage ihn mal, ich komme sofort wieder. Carlitos ist da, das ist wie Weihnachten, Carlitos. Also, wir gucken mal, wir machen so. Kann ich zurück an den Buch. Was ist das? Geht da Lego drauf? Lego. Ach, Lego. Warte, wir zeigen mal vorne. So schaut das aus. Reisetasche, oder was ist das? Schminktasche? Kosmetik? Ach, guck mal, die kannst du auch abmachen. Ach so. Ach, cool, die kannst du dann aufhängen. Oder auch Reise, nicht? Ist das mehr? Ja, so Urlaub. Fürs Bad, ne? Aber auch so für den Urlaub, ne? Dass man da besser die Sachen nehmen kann. Ja, jetzt ist aber nichts im Aufhängen, weil es ist nicht. Ja, fürs Urlaub für zum Urlaub. Beispiel, ne? Das ist kleiner, groß. Oder? Wie so ein Mäppchen. Die kannst du alle abmachen. Ja.
Weißt du, wofür das noch gut sein könnte? So für meine Häkelsachen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Häkelnadeln, so für kleinere Sachen, Schere und so. Was haben wir noch? Darfst du rausnehmen. In das nächste raus. Achso, das machen wir dann so zu. Und dann hast du die Dinger, die du hier... Oh, was ist denn? Ob ich das jetzt tatsächlich behalte, ob es weitergeht, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich einen Nutzen habe. Ein Mixer. Ein Small. Ah, so was haben wir Portable ja. Portable Juicer. So ein Mixer ist das. Ach cool, mit der Flasche dabei. Achso, mit Akku hier. Ja, die Flasche ist dabei. Zum Laden. Also für unterwegs. Genau, du kannst sie. Warte mal, so sieht das Ganze aus. Carlos testet das schon. Hier haben wir auch so eine, den Deckel. Achso, der ist dann hierfür. Ach, ja. Das ist ein Ladekabel. So. Ach, cool. Ist ja wirklich nicht schlecht. So, für unterwegs, ne? Mhm. Guck mal hier. Guck mal das jetzt wieder zu. Oh, der ist sogar schon an. Oh! Oh. Cool. Oh, sieht ja gar nicht schlecht aus. Ja, überrascht. Ach so, dann macht man die Ring. Ab, so. Genau. Guck mal, krass, dann kannst du ihn direkt, ja, und du kannst zweimal, ne? Hier ist noch ein Ladekabel. Krass, die ist auch voll gut für Urlaub und so. Ja. Warte kurz, Jan, ich komme sofort. Boah, das ist ja richtig cool. Ich muss mal testen, ich will da mal eine Banane oder so da reinmachen. Eine Bananenmilchshake. Ja. Cool. Bananenshake. Dann? Nicht schlecht. Ja, darfst du das nächste nehmen, ich pack's weg. Hat mich jetzt überrascht. So. So, das ist bestimmt hier der Eiswürfel oder was? Manufaktur. Also da kannst du auch Schokolade zum Beispiel mitmachen, ne? So Kugeln. Da sind dann solche Löcher, wo du wahrscheinlich zum Beispiel Zahnstocher. Und du machst es auf und da hast eine Schokoladekugel am Zahnstocher. Hm. Ich bin kreativ. Ja? So, wow, was ist das denn? Das ist interessant. Das ist ja wirklich so eine Galone, ne? Oder Galone, wie nennt man das? Also hier so ein Trinkbecher, ne? Aber ein riesiger. Hier mit Strohhalm. Ja. Das sind wie viele Liter? 2 Liter? Boah. 2 Liter. Krass. War cool. Wenn man wandern ist, oder? Nee, fürs Training auch. Viele nutzen das auch so, so beim Training. So ein großes Ding. Ja, weil du hier so 2 Liter reinmachen kannst, ne? Wenn du damit du wolltest. Ja, du bist doch nicht damit im Fitnessstudio. Hier steht sogar, guck mal, 7 Uhr. 9 Uhr, 11 Uhr, damit, ach, wahrscheinlich damit du immer das trinkst. Das ist perfekt für mich, ne? Ach, guck mal, hier 7 Uhr, dann so trinkst schlecht. Du bis hier, 9 Uhr. Ja. 11 Uhr sollst du hier sein, 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr, 7 Uhr, 9 Uhr und dann... Krass. Ja. Das ist ja perfekt cool. Für mich, ne? Ich bin nämlich wie eine Omi. Für mich bräuchte man einen Trinkprotokoll. Ich glaube, das teste ich mal. Ja. Genau, auch ein cooles Video zu, oder? Ich trinke, ich glaube, ich trinke höchstens 1,5 und das ist dann wirklich so mit mich zwingen. Das ja. Noch oder was? Ja, nur noch das. Was, ne? Was so, ist das? Ist ein Behälter. Ach hier, das ist so. Was? Dran, ja. Warte mal, gib mal. Achso, wenn man so drückt, kommt dann kommt was raus. Ja. Du kannst ja irgendwas reinfüllen, ne? Ja. Keine Ahnung, was? Saft oder so bei Partys, weißt du? Okay. Oder Sangria oder so ein Kack, ne, wenn man so Alkohol trinkt. Mhm. Guck mal, das machst du hier so. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Das weiß ich nicht. Hier sind so 2. Ja, nicht so, ne? Aber cool, was es alles so gibt, ne? Ich glaube, Timo hat wirklich alles, oder? Ja. Guck mal, hier schraubst du. Da habe ich jetzt dran. Auch alles gezeigt. Das habe ich schon gesagt, dass wir das demnächst testen, denen das zeigen. Das ist ja wie so ein Radiergummi. Genau. Ich wollte auch jetzt hier das Video beenden. Garlitos. Dann kannst du hier drücken. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber. Und hier ist auch irgendwie. Wenn du hier drauf drückst, kommt es raus. Ja. Zum Entlüften? Nee, keine Ahnung. Ja. Okay. Ihr Lieben, ich habe mich wieder umgezogen, denn ich möchte noch ein bisschen im Pool. Habe die Sachen schon aussortiert. Garlitos hilft mir noch ein bisschen. 2 Teile in die Wäsche, ne? Getan. Die Häkelsachen kommen nach oben, ja. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen.